Ja, abschließend noch zum Thema Entscheidungsfindung in einer Gemeinschaft. Unterscheiden wir auch sehr deutlich, sind es Entscheidungskreise, die etwas allgemeiner und ein bisschen in die Zukunft blickender sind, oder sind es Entscheidungen, die während eines Arbeitsprozesses stattfinden? Während eines Arbeitsprozesses empfehlen wir ganz streng die Pyramide in Alela, also keine Demokratien, keine Befindlichkeiten. Es gibt einen Plan und dieser Plan hat einen Bauherrn oder eben einen Kapitän, eine Kapitänsfrau. Und die hat auch, die gibt klar den Terminus vor, von wann bis wann etwas zu geschehen hat. Es gibt Liefertermine, es gibt bis zu einem gewissen Grad in voller Selbstständigkeit Arbeitsprozesse, die durchaus auch parallel laufen können, und gleichzeitig aber miteinander vertaktet sind, sodass sie zu einem rechtzeitigen Ergebnis führen. Also ganz ähnlich, wie wir es in der Firma, in der Industrie, in der Wirtschaft kennen. Das hat sich bewährt und das macht auch bessere Stimmung. Keinen interessiert ein Bauprozess, wo über jede Maßeinheit und jedes Material während des Aufbauens nochmal abgestimmt wird. Das findet vorher statt. Davor sind diese Kreise, diese, sage ich jetzt einmal, Schöpfungskreise, deswegen nennen wir sie auch gerne Kre-Alela-Kreise, sehr wohl auf einem gewissen Schwarmintelligenz und auch auf einem gewissen Schwarmgefühl aufgebaut. In diesem Kreis sitzen allerdings kompetente Menschen, die auch, wenn es darauf ankommt, dann auch anpacken können. Also das heißt, dieser Kreis ist ausgewählt von Leuten, die eben auch in Frage kommen, oder eben eine Kompetenz haben, weil sie eben Teil der Community sind, sie finanziell supporten. Also es gibt ein klares Auswahlkriterium, warum jemand in einem Krealela-Kreis bezüglich jetzt sehr konkreter, nennen wir es einmal, administrativer Projekte drin sind. Also wir sprechen jetzt hier wirklich komplett von, wie nutzen wir bestimmte Räume, was ist zu investieren, was ist an, sage ich jetzt einmal, ja, Seminarkalender und so weiter, also Gestaltung, was spüren wir steht an, wie sind wir sozusagen auch verflochten mit dem Jahreskreis, was ist die Thematik, die die Jahresqualität vorgibt, wie ist es die Thematik, die der Ort vorgibt. Sind wir auf Reisen oder sind wir Resident irgendwo und ja, steht da nicht irgendwo auch was an? Also all diese Aspekte kommen in diesen Kreis rein. Jeder hat, wie er den, wie wir auch im Redekreis, hat den Redestab, so den Gestaltungsstab, darf aus einem großen Traum kommend sehr konkret auch wirklich das einbringen, wo er das Gefühl, er oder sie das Gefühl haben, da geht mein Herz auf, wenn wir in diese Richtung arbeiten, spüre ich, entfacht das mein Begeisterungsfeuer. Und das kann am Anfang relativ allgemein gehalten sein und wird aber dann sehr konkret auf Zeit, Ort und Qualität, Zeitqualität, sage ich jetzt einmal, beschränkt. Die sozusagen Beiträge sollten sich gegenseitig wahrnehmen, das ist wichtig. Und gleichzeitig darf voll auch eine individuelle Note in jeden Beitrag gebracht werden. Und noch sind wir an einem Forschungspunkt, wo wir sagen, es ist interessant zu beobachten, wie für ein Thema, also geben wir jetzt das Beispiel Raumnutzung von einem freien, noch nicht geräumten Abteil im Gelände, Ideen zusammenkommen dürfen, die vielleicht unterschiedlich sind und vielleicht den Anschein erwecken, als könnten sie nicht zusammen funktionieren und es aber trotzdem möglich gemacht wird. Das heißt, wir gehen kompromisslos miteinander um. Also wir versuchen nicht zurückzustecken, sondern wir versuchen einen Raum zu kreieren, der so groß ist, dass alle Projekte drin Platz haben, sowohl in Raum wie in Zeit. Wenn es eben in Zeit nicht, wenn es in Raum nicht immer geht, dann geht es in Zeit. Dann heißt, dann wird der Raum eben temporär für das eine oder für das andere genutzt.
Ich habe da eh ein schon längeres Video auch dazu gemacht und immer diesen gerne bring ich gerne diesen Platz, also dieses Beispiel des, sage ich jetzt einmal, Trainingsraums, der nicht so groß ist. Und eben die einen würden gerne eben noch einen Yogaraum draus machen und die anderen würden aber viel lieber einen Stauraum draus machen. Dann ist die Kriya-Leela-Variante davon, dass man die Höhe des Raumes ein bisschen einteilt, eine Plattform anhebt, sodass unten jede Menge Stauraum auch stattfinden kann, idealerweise mit einem sehr klugen Stausystem, das vielleicht eben auch verschiedene Luken für Zugriff ermöglicht. Das heißt, die Yoga-Plattform ist sozusagen durchsetzt von verschiedenen Falltüren, die geöffnet werden können. Idealerweise sind natürlich auch Yoga-Utensilien da drinnen, sodass man auch wirklich das auch dafür nutzen kann. Der obere Teil wird eben genutzt für eben Bewegungsarbeit, der untere Teil wird genutzt für Stauraum. Und beide Teams arbeiten parallel an der Umsetzung ihrer Vision. Das ist so ein bisschen so ein Paradebeispiel, wie es möglich ist. Und das, ja, der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Wir versuchen zu verhindern, ganz bewusst zu verhindern, dass weder in einem demokratischen System noch in einem hierarchischen System, wenn es darum geht, einmal Ideen leben zu lassen und umzusetzen. Und da spielt vor allem auch Prozessarbeit eine ganz wichtige Rolle, denn eben manche Projekte sind gekoppelt an Prozesse, die verarbeitet werden dürfen. Und da hat die Gruppe sehr wohl ein kollektives Interesse, dass die auch umgesetzt werden. Trotzdem soll in einem Kriya-Leela-Kreis wirklich diese Freiheit, verschiedene Projekte zu denken, auch dazu führen, verschiedene Projekte innerhalb eines gewissen Zeitraums gemeinsam parallel umzusetzen. Also aufzugreifen noch einmal, was wir verhindern wollen, ist dieses Überstimmen. Wir wollen nicht, dass eine Partei eine andere überstimmt, weil es immer dann eine Partei gibt, die unzufrieden ist. Das ist so ein bisschen so altes Bewusstsein. Immer muss einer unterliegen. Das passiert in den biologischen Prozessen sowieso. Das können wir gar nicht verhindern. Aber wenn wir sozusagen menschliche Kultur hier bis zu einem gewissen Grad auch neu kreieren wollen, macht es Sinn, herauszufinden, ob tatsächlich innerhalb eines kreativen Kreises mehrere Ideen parallel und gleichzeitig umgesetzt werden dürfen. Das, was wir mitnehmen dabei, ist, dass wir die so takten und so gut geschickt ineinander verweben, dass sie sich gegenseitig unterstützen, sowohl mental als auch in den praktischen Abfolgen, und somit zu einem sehr befriedigenden gemeinsamen Ergebnis führen. Es hat sehr viel zu tun auch mit dem Dragon Dreaming, dass man eben auch aus verschiedenen alternativen Arbeitsprozessen und Projektprozessen kennt. Wir haben es eben im Kriya-Leela-Prozess noch einmal ein bisschen verfeinert. Es gibt ein sehr detailliertes Video dazu, aber es ist wichtig, in der Basic-Ethik das mitzunehmen, weil es sehr oft auch in Seminaren einmal so ein bisschen so freie Räume, wo man nicht genau weiß, was steht an. Und da ist es total hilfreich, wenn eben sowohl aus der Intuition der einzelnen Teilnehmer, dem praktischen, vernünftigen, sagen wir mal, Vorschlag der anderen, dem, was der Raum braucht, dem, was die Zeitqualität braucht und dem, was der Prozess irgendwie braucht, alles einen Platz hat und idealerweise auch alles umgesetzt wird. Ja, das kann dann sein, dass manche Sachen ein bisschen länger dauern oder manchmal, ja, es ist meistens zeitaufwendiger und es ist sehr befriedigend, wenn es aber dann in diesem größeren Zeitrahmen auch tatsächlich dazu kommt, vor allen Dingen, weil es eine Vielzahl an Projekten ist und wir den Riesenvorteil haben, jeder fühlt sich gesehen in seiner Schaffenskraft und in seinem Ideenreichtum und hat auch die Möglichkeit dann eben zu zeigen, dass er nicht nur Ideen spinnen kann, sondern sie auch umsetzen darf. Und ja, es wird natürlich daraus immer eine Dynamik ergeben, dass die Leute, die halt weniger Anhänger für ihre Ideen finden,
dann eben begrenztere Ressourcen haben, entweder schneller fertig sind, weil sie einfach nicht so große Sachen machen und sich dann anderen anschließen können, oder noch einmal überdenken wollen, ob ihre Idee wirklich so wichtig und so ein Herzblut in sich trägt, und ob es den Aufwand wert ist. Aber dann entscheiden sich diejenigen auch ganz bewusst von sich aus um. Sie werden weder überstimmt noch zwangsüberzeugt, sondern sie kommen selbst zu dieser Überzeugung, dass jetzt das vielleicht, was sie sich so ausgedacht haben, noch nicht ansteht. Dann ist immer noch möglich, es in ein Ideenbuch zu schreiben und das dann bei Zeiten wieder auszupacken, zum Beispiel im nächsten Krealela-Kreis. Dankeschön.